Guten Morgen! Wir haben jetzt Montagmorgen und wir haben gestern wieder ein Learning hier gehabt in Frankreich. Man muss wirklich beachten, wenn man hier an einem Sonntagabend irgendwo ankommt, die Auskunft im Hotel war, Sonntag arbeiten die hier nicht. Das heißt, wir haben uns eigentlich extra ein Hotel hier rausgesucht in einem etwas größeren Ort, wo man dann noch schön was essen und trinken gehen kann. Und dann kamen wir hier an so gegen, ich glaube, 8:30, 9 war es. Und wir dachten, hier ist alles wie ausgestorben, hier war wirklich gar nichts mehr los. Und dann hat die uns im Hotel in der Rezeption nur mitgeteilt, sie hat hier noch ein Lokal, wo wir gerade noch sowas bekommen könnten. Und so sind wir losgerannt, innerhalb von 20 Minuten mussten wir da sein. Also nur schnell umziehen, nichts mehr mit duschen und haben dann noch was zu essen bekommen. Es war auch wieder echt gut gewesen, ist in Frankreich eigentlich relativ üblich so. Aber ja, so ein Learning auf jeden Fall wieder vom gestrigen Tag. In Frankreich muss man ein bisschen eher sein. Außerdem hat es gestern auch noch ordentlich gewittert. Das heißt, die Muppets sind hier so ein bisschen nass. Jetzt ist es auch noch ja, gut bewölkt hier. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir jetzt losfahren, es ist auch früh, gegen 7 Uhr jetzt, dass wir vielleicht irgendwo jetzt den Berg hochfahren und da dann nämlich plötzlich die Sonne scheint. Wir werden es gleich sehen. So, und es geht wieder los. Ist alles ein bisschen nass jetzt hier noch. Denn wie gesagt, es hat heute Nacht ordentlich gewittert, hier hat es richtig runter gescheppert. Und es ist gestern, wo wir dann von unserem Lokal kamen, was auch echt wirklich wieder so eine Aktion war, die du irgendwie nur hier in Frankreich hast, sind wir die letzten Meter dann noch gerannt, um gerade so dem Gewitter, was echt näher kam, zu entgehen. Die ersten Tropfen kamen schon runter. Wir haben in dem Restaurant da noch ein nettes Pärchen kennengelernt, aus Deutschland auch, aus Bayern irgendwo kamen die her. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die hießen, aber die saßen dann direkt neben uns am Tisch. Die waren auch bei uns im Hotel und ja, die sind auch irgendwie aus Bayern jetzt, ich glaube, die waren schon fast eine Woche unterwegs, sind auch mit dem Moped da schön hierher gefahren, zu zweit. Die machen es ein bisschen gemütlicher, aber ich finde es echt immer bemerkenswert, wie man als Sozia da so viele Kilometer hinten auf dem Motorrad mit abreisen kann. Für mich wäre das irgendwie überhaupt gar nichts, aber anscheinend gibt es doch Menschen, die das gut finden. Ich fahre dann doch lieber selber. Finde es ehrlich gesagt hinten auf einem Motorrad immer ein bisschen scary. Ah, jetzt kommen wir noch direkt an unserem Lokal hier vorbei, wo wir gestern waren. Das war nämlich direkt bei der Kirche hier. Hinter dieser Kirche irgendwo. Ja, sieht man jetzt nicht so richtig. Da hinten drin war es. War wie gesagt ganz gut. Und es war hier weit und breit das einzige Ding, was noch offen hat. Das ist einfach unglaublich, dass in Frankreich anscheinend Sonntag keine Touristen unterwegs sind. Denn da kriegt man einfach nichts. So, jetzt spinnt das Navi irgendwie rum hier. Wir müssen jetzt erstmal aus der Stadt raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, im ersten Teil unserer heutigen Tour werden wir leider dieses feuchte Wetter nicht los. Einige wunderbare Pässe werden wir zwar überfahren, der Ausblick auf die Landschaft um uns herum wird uns jedoch einige Male verborgen bleiben. Aber auch das gehört eben ab und an dazu. Was soll's? Was jetzt zählt, ist erst einmal ein gutes französisches Frühstück. Und schaut mal, was wir hier gefunden haben. Das sieht doch gut aus. Eine kleine Bäckerei. Hier gucken wir mal rein. Das könnte richtig gut sein. So.
So, schauen wir uns das mal an hier. Das sind eigentlich die besten Bäckereien, wenn man hier so ein ganz kleines Ding findet irgendwo. Meistens wird hier alles noch, wobei hier glaube ich nicht, alles noch frisch gebacken. Aber ja, das sieht ganz gut aus. Wir werden hier was finden. So, und weiter geht's. Ganz okay gefrühstückt. Es war nicht ganz so gut wie diese kleine Bäckerei auf der Route Grandes Alp, aber es war okay und lag direkt auf der Strecke. Von daher können wir jetzt gut gestärkt hier in die Berge fahren, weil da ist dann sehr fraglich, ob man da noch mal was findet, wenn man dann so ein bisschen höher ist. Da war es nämlich auch teilweise sehr einsam gewesen. Von daher alles gut und jetzt geht's so richtig los. Weiter ging es für uns am südlich gelegenen Ort La Raz vorbei in Richtung Osten. Hier in Auban, was ganz nebenbei so viel wie gutes Wasser bedeutet und von welchem wir heute so einiges abbekommen werden, starten wir in unseren ersten Pass des Tages. Mir ist erst jetzt beim Schneiden des Videos wieder klar geworden, welchen Pass wir hier nur sehr eingeschränkt genießen dürfen. Der Pass, welcher vor uns liegt, gehört zu einem der schönsten Streckenabschnitte der Zentralpyrenäen. Es handelt sich um den Col du Bisque und den darauffolgenden Col du Soleil. Gehen unseren ersten Pass hoch hier. Das sieht auch echt gut aus, bis auf, dass die Straße hier leider auch noch so richtig nass ist. Ansonsten könnte man hier ganz gut hochfahren. So müssen wir das echt ein bisschen verhalten machen hier. Aber das sieht, was ich hier auf dem Navi sehe, richtig, richtig gut aus. Eigentlich halten sie modernen Reifen ja bei Regen auch erstaunlich gut, aber ich traue dem Ganzen trotzdem immer nicht so richtig. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das, wie da eure Erfahrungen sind. Ich müsste wahrscheinlich mal so ein Kurventraining bei nasser Fahrbahn oder sowas machen. Sowas gibt es glaube ich auch, dass man mal so den Nasszustand oder die Eigenschaften bei Nässe mal richtig testen kann bis ans Limit, um mal richtig zu spüren, wann da Schluss ist. Aber so ganz geheuer ist mir das immer irgendwie nicht. Jetzt in die Wolken rein und hoffentlich durch die Wolken durch, wenn wir oben sind. Das wäre ziemlich cool. Wir werden sehen. 1200
1135 Meter. Und wenn ich richtig gesehen habe, unten geht das bis auf 1700 Meter hoch. Also noch etwa 500 Meter fahren wir hoch. Könnte schon klappen. Wird die Wolkendecke ein kleines bisschen dünner hier. Man hat echt teilweise jetzt gar nichts mehr gesehen. Es war sehr, 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 sehr nebelig, wolkig. Ist ein bisschen schade. Ich glaube, das sieht hier schon richtig gut aus. Diese Aussicht, die bleibt uns leider verwehrt hier. Liegt doch wieder Tierkacke auf der Straße. Das heißt, wir müssen hier aufpassen, nicht, dass hier plötzlich wieder eine Kuh oder ein Pferd auf der Straße steht. Kann anscheinend jetzt hier wieder mal möglich sein. Stehen die Pferde wieder. Schaut es euch an. Ich glaube, wir sind oben. Ja, leider sieht man hier nichts. Außer Pferde. Ja, leider ist die Wolkendecke doch noch ein bisschen dicker hier, wie ich gehofft habe. Wir fahren jetzt wieder runter. Bisschen schade, sah bestimmt gut aus da oben, aber auch mit der Drohne ein bisschen höher war nichts zu erkennen. Deswegen, ja, fahren wir jetzt schön ruhig hier wieder runter, hoffen, dass nicht irgendwelche Pferde rumstehen. Und vielleicht ist es ja gleich auf dem nächsten Pass dann ein bisschen klarer. Es ist aber auch kaum Wind hier, das ist natürlich auch so ein Problem. Wenn der Wind fehlt, dann stehen die Wolken dann mal eine ganze Weile noch. Aber hier kommt die Sonne so ein bisschen durch.
Also wir sind am nächsten Pass angekommen hier. Leider immer noch totaler Nebel. Echt ärgerlich. Aber ja, kannst du nichts machen. Aber es würde bestimmt sehr, sehr schön aussehen. Und das ist natürlich ein Grund, irgendwann nochmal hierher zu fahren und sich das nochmal bei Sonnenschein und klarer Weitsicht anzuschauen. So, wir sind wieder unten im Tal angekommen. Hier ist die Sicht wieder gegeben, aber leider, ja, die beiden Pässe jetzt, die wir gerade überquert haben, die wären bestimmt richtig gut gewesen. War aber echt nichts. Schade, schade, Schokolade. Jetzt fahren wir hier da hinten hin und da sieht es ein kleines bisschen, jetzt sieht man es nicht ganz, aber man hat so in der Ferne schon so ein paar kleine Gipfel gesehen. Vielleicht ist es da dann schon ein bisschen weiter aufgezogen. Ist ein bisschen schade. Der René hat Bock auf einen Kaffee noch, was echt selten vorkommt. Und hier ist doch tatsächlich noch ein Bäcker. Da gibt es jetzt einen Kaffee. Dass eine Brasserie, eine Brauerei und keine Boulangerie, was dann ein Bäcker gewesen wäre, ist, wurde mir dann recht schnell klar. Umso spannender war es zu sehen, wie hier in einer winzigen Familienbrauerei feinste Ales im englischen Stil gebraut und abgefüllt werden. Diese gibt es nur hier in auserwählten Lokalen. Wir hatten echt direkt Lust auf ein Tasting, haben uns dann aber doch für einen Kaffee entschieden. Jetzt seht ihr auf der Karte hier, wir fahren jetzt einmal rechts lang nochmal in so ein Tal rein oder in so eine Schlucht, ich weiß es nicht genau, ich hatte mir das am Rechner rausgesucht, das sah irgendwie ganz cool aus, das wird aber so ein Sackgassending sein, wo wir am Ende wieder rauskommen und dann nämlich irgendwo hier links rein auch nochmal fahren. Wir waren jetzt extra nochmal tanken, weil in dieser Sackgasse gibt es mit Sicherheit keine Tankstelle. Und das Tankstellennetz, mich hatte eben schon bei Instagram, haben mich schon zwei, drei Leute angeschrieben, wie das so aussieht hier, ob man da zurechtkommt. Und das funktioniert ganz gut mit der Versus sowieso, aber auch mit der Diavel, die ja ein bisschen einen kleineren Tank hat, wenn man wirklich die Gelegenheit nutzt und rechtzeitig dann an der Tankstelle sucht, ist das eigentlich kein Problem. Man kann doch immer mal wieder in Ortschaften, die so ein kleines bisschen größer sind, wo auch mal eine kleine Tankstelle dann zu finden ist. Da oben liegt noch Schnee. Das ist der erste Schnee, den wir hier sehen auf der Tour. Also das muss ein bisschen höher sein. Wir sind jetzt auf 1200 Meter. Und ich bin echt gespannt, wo es uns hier hinführt. Ich habe die Route ja zum Teil letztes Jahr schon geplant, weil eigentlich wollten wir ja letztes Jahr im April schon hierher fahren, was dann ja nichts wurde. Und deswegen gibt es einfach so ein paar Punkte hier auf der Tour, die ich mir natürlich nochmal angeguckt habe und auch hier und da noch ein bisschen was verändert habe. Aber es gibt ein paar Punkte, wo ich mir echt nicht mehr sicher bin, was es genau war. Und das hier ist einer davon. Aber ich glaube, ich habe mir schon irgendwas dabei gedacht. Boah, hier kommen die ganze Zeit so Wasserfälle runter. Und das Wetter, schaut es euch an hier. Jetzt wird es langsam. Was für eine mega Aussicht hier. Und eine Haarnadelkurve, die ich fast übersehen hätte. Ab hier ungefähr beginnt nun endlich auch der sonnige Teil des Tages. Von Lü Saint-Sauveur aus fuhren wir nach Süden, in den Cirque de Gavarnie, einem Felsenkessel mit ca. 2 Kilometer Durchmesser, welcher in etwa 1700 Metern Höhe an der französisch-spanischen Grenze liegt. Die ihn umgebenden Berge ragen mehr als 1500 Meter über dem Grund des Kessels auf. Bekannt ist dieser Felsenkessel vor allem durch die Gavarnie-Fälle, welche mit einer Gesamtfallhöhe von 422 Metern zu den höchsten Wasserfällen Europas gehören.
Uns interessiert aber vielmehr der Col de Tarnes. Diese Stichstraße, welche über Cirque de Gervigny führte und bis auf den 2210 Meter hohen Scheitelpunkt ansteigt, ist ein wahrer Genuss nach den vielen Kilometern im Nebel und Regen. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, welcher Genuss es ist, über diese wunderbare Straße den Col de Tarnes zu erklimmen. Endlich ohne Regen, auf trockener Fahrbahn und mit dieser Wahnsinnsaussicht auf die umliegenden 3000er. Und da ich weiß, dass einige von euch es auch mal mögen, einfach nur dem Sound des Motors zu lauschen, lassen wir die Musik jetzt mal aus. Lehnt euch zurück, lauscht dem Vierzylinder-Sound der Versus 1000 SE und genießt diese fabelhaften Bilder bis ganz nach oben. Was für ein epischer Look hier, wie diese Wolken hier hochziehen. Oh, das sieht so cool aus. Mega schön. Hier gehen auch Skilifte hoch auf jeden Fall. Wir sind Schafe. Und der Kollege legt sich halt einfach mitten auf die Straße. Das ist so geil. Alle Kuppels liegen irgendwo am Rand, aber nee. Sieht ganz so aus, als wären wir oben angekommen. Hier endet die Straße.
geht nur zu Fuß weiter. Mega schön. Und hier am Col de Tarent endet auch der dritte Teil unserer Pyrenäenreise. In Teil 4 geht es weiter über mehrere Pässe jenseits der 2000er Marke in Richtung Andorra. Der feuchte Nebel wird uns nicht 100% erspart bleiben, aber wir fahren auch über traumhafte Straßen und werden ordentlich von der spanischen Sonne verwöhnt. Wenn dir das Video gefallen hat, schreib mir gerne etwas in die Kommentare. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.